Nee. Ah. Ja, Baum, toll! Nein, mein Baum. Ganz viele Bäume! Nein, es ist aber der Baum direkt neben unserem Baum. Für mehr Grün. Ich habe auch einige Eichensetzlinge, Eichenholz hab ich hier. So, schon zwei Stacks. Bis diese Axt hier kaputt ist. Dann sehe ich wieder was. Und dann, ich hab mein Haus zum seriösen Teil. Ich bleib jetzt hier. Das ist mein Aussichtsturm. Meins. Ich muss erst mal nachgucken, wie er die ganzen Sachen craftet. Ja, weiß ich noch. Sag mal, Nico. Mal? Warum ist hier ein Loch drin? Das wurde da nicht reingeschlagen. Sag mal, hast du was zu tun? Nee. Dann schnapp dir mal ein paar Schaufeln und hol mal Sand. Viel Sand. Gibt's ja genug. Kannst ja das Loch da weitermachen, was da so... Mhm. ...am Wasser ist. Da, wo Tobi gerade hinrennt. Tobi belästigt Nico. Ich brauche dringend Bücher, dann kann ich anfangen schreiben. Ich darf das. Du darfst was? Dich belästigen. Ha. So, 2,5 Stacks. Ich mach mich auf den Rückweg. Was holst denn du eigentlich die ganze Zeit, Jan? Holz! Eichenholz! So viel! Was sagst du denn? Ich hab doch gesagt, ich bin produktiv. So viel! Ah, ich hab Steine. Bringst du auch Baumsetzlinge mit? Geil. Ja, 16 Stück. Da hat der ja, Jans... dann komm mal nach Hause, ich will die Baumsetzlinge. Ja, ich bin auf dem Weg. Hat der Jan so viel Holz vor der Hütte? Immer doch. Hey son, don't touch that cactus. Warum lauft ihr jetzt weg? Oh mein Gott, ich hab einen Baum gefunden. Schau dir diesen Hammer vom Baum an hier hinten. Hier, hallo, hier. Oh mein Gott, ist das ein Baum. Ja. Oh, sag mir Bescheid, wenn ich den Psychologen anrufen muss, ne? Oh, das hast du schon verpasst. Ich wollte gerade sagen, den Moment hast du verpasst. Tobi? Ich brauch Sand. Ich brauch Baumsetzlinge. Auch Sand. Sehr viel Sand. Bong, bong, bong. Hey, tu's doch. Ein Kind, tu's doch in die Kiste. So, und da. Ali? Hm? Wo bist du? Ich komm zum Haus zurück. Ich war beim Riesenbaum. Nee, egal. Also, ich hätte ein bisschen was von Holz. Ja, also, die Plätzlinge sind vor deiner Tür. Sind vor unserer Tür, ne? Fleisch, Pfeil, Schwarzpulver. Oh, das nehme ich mal mit. Hm? Hui! Ey, au! Tobi? Ja? Hast du den Baum da hinten? Diesen Riesen? Ja. Das ist ein Baum. Echt? Ja. Ist es eigentlich erlaubt, in diesem Let's Play den Kohle-Song zu singen? Das kommt immer automatisch irgendwann. So, der Weizen wächst. Tu, was du nicht lassen kannst, Jan. Wie ich anfange. Bitte was, Nico? Ich komme mir hier gerade vor wie so ein chinesischer Arbeiter.
Das wenig ist gut. Lohn, viel Arbeit. Das ist gut. Das nenne ich Arbeitsmoral. Mach weiter so. Will jemand eine Erde holen? Ich bin gerade am Sand. Du, solange es noch nicht so schlimm wird wie in den Säureminen, ist alles gut, oder? Säureminen? Ja, Säureminen. Aha, interessant. Aha, erzählen Sie mir mehr. Please tell me more. Möchten Sie mehr wissen, klicken Sie hier. Oh, ey, Jan. Nein. Ich habe gestern wieder eine E-Mail bekommen von einem absolut vertrauenswürdigen Unternehmen, was eine Partnerschaft mit meinem YouTube-Kanal haben möchte. Ach so, nennt sich Mediakraft? Nee. Warte, sie bieten Support an in Englisch, Russisch und Spanisch. Ach ja, also das kriege ich auch immer wieder mal. Mit nur einem Klick können sie der Partnerschaft zustimmen. Mit so einem Google-Shortner-Link, Alter. Ja, also, genau. Weißt du, wo ich mir denke, das ist super professionell, Leute. Genauso macht man das. So, und nicht anders. Nee, ich habe bei YouTube teilweise PNs bekommen. Oder bei Facebook wurde ich auch schon angeschrieben. Bei Facebook? Ja. Keine Ahnung, wie die das rausgefunden haben. Also Achso, du hast gar kein Facebook-Ding ins Gedöns, gell? Ich habe Facebook, aber ich habe... Ja, als Privatprofil. Ja, genau. Da mache ich mir schon Gedanken. Ja. So, Schaufel reicht ja, so eine Holzschaufel erstmal. Genau, Fackeln wollt ihr mir noch bauen? Fackel die Fuck Fuck. Das ist ein bisschen Beweih auf. Dann wollen wir noch eine Truhe. Ein bisschen Grundausrüstung. Ja, das war super intelligent von mir, ey. Ah. Was hast du gemacht? Ich habe eine Entfernung falsch eingeschätzt. Reicht dir das? Ja. Dann üben wir da nochmal, ne? Wie viele Bäume? Keine Ahnung. Ich glaube 15, 14? Warte mal, willst du die Wüste bewalden? Nein. Das würde erklären, warum du die Erde von meinem Feld, von unserem Feld klaust. Was? Was? Jetzt ist da Wasser drunter. Ja, komm, ich hol mich gerade. Ich meine, das sieht ja aus wie so ein... Nee, komm, muss weitermachen. Das wird dann hier... Wie sieht aus wie so eine Arena, so eine mini-kleine. So eine Hühner-Arena. Ja, geil, eine Hühner-Arena? Willst du die gegeneinander kämpfen Handkampf. Lassen? Hast du noch nie Legend of Zelda gespielt? Weißt du, wie sowas endet? Ja, aber die kämpfen normalerweise nicht gegeneinander, sondern gegen uns. Ja, merkst du was? Dann schnappen wir uns irgendeinen Opfer und schmeißen es rein. Du hast mein Display gesehen, ne? Okay, du hast gesehen, wie ich mit Hühnern umgehen kann, ne? Ja, ich muss jetzt auch so langsam mal wieder richtig weiterschauen, ey. Ja, es gab einen Zuschauer, der da mal einen Kommentar geschrieben hat und so. Und der hat mich voll motiviert, wieder Parts zu rendern. Wer war das bloß? Irgendwo... Ah, hier, Stein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ein bisschen Stein. Ein paar Steine. Muss sein. Ich hab das Feld repariert. Repariert. Mit der Zange oder mit dem Schraubenzieher? Ja. Mit der Zange oder mit dem Schraubenzieher? Monster! Monster! Ist doch auch friedlich. Warum sind da Monster? Weil ich die wieder eingeschaltet hab. Oh, da kannst du auch mal Bescheid sagen. Ich bin hier gerade. Nee, heute ist mein Ich sag zu gar nichts Bescheid-Tag. Ich merk schon. Eigentlich wollte ich nur Alice schreien hören. Das hat funktioniert. Ja, ich weiß. Na, weil sie hört sich besser an. Ja, ich weiß. Was, bei Nico hört sich das besser an? Nein, bei Resi. Ach so. Der hat verstanden, okay, bei Nico. Ihr kommt hier nicht hoch. Nee, bei Resi war das immer genial, wenn sie angefangen hat, also zu schreien. Ja, ich hab mir ein paar Folgen angeguckt. Ah, Tommy, hilf mir! Wo bist du denn? Was tust du noch so weit hinten?
Na, oder? Bist du gerade ernsthaft an einem Monster vorbeigerannt? Hä? Welches Monster? Weißt du, in der ersten Mission von Ada Wong, da muss man sich, also kann man sich ja durchs U-Boot durchschleichen, ne? Spinnen. Ach du, oh, Enderman, wow, ich bin weg. Und Ali ist so, da steht ein Gegner. Und Ali ist auf der anderen Seite so, Ali, bist du gerade ernsthaft da durchgelaufen? Ja, da stand ein Gegner. Hä, wo? Ja, da. Ach, da. Ups. Ja, wo bist du? Hast du das wieder umgeschaltet? Oh. Weil die greifen irgendwie gar nicht an. Warum sind hier so viele... Ey, wenn, dann stellst du das wieder auf leicht höchstens, ne? Es ist auf einfach. Warum sind da dann so viele Enderman? Was fragst du mich? Weil du in der Wüste bist. In der Wüste sind generell viele Mobs. Ach so. Ja, wollte gerade sagen, bei uns sind zwei Skelette, eine Spinne, unter meinem Baum sind Zombies. Ja, hinter mir sind gerade zwei Zombies, ein Skelett und zwei Spinnen her. Auch hier im Haus sieht's sehr lustig aus. Ich lauf mal lieber. Ah! Ach komm, so schlimm kann's doch gar nicht sein. Ich hab noch keinen Punkt Schaden gekriegt, das ist eigentlich schon mal ganz... Das ist die Hauptsache. Hi. Hi. Wo? Wasser? Nein. Hai, wo? Wasser? Hä? Gibt keine Haie. Noch nicht. Kommt wahrscheinlich auch irgendwann noch. Ja. Das Skelett, was nicht schießen kann. Ja, irgendwie die sind... Das nicht war so schlau. Angriffslustig, wie ich dachte. So, Skelett. Moment. Crafting Table. Ich rette den Tag. Geht's rein? Es geht so gegen das. Ich hab jetzt. Auch geil, weißt du, ihr habt oben die ganzen Mobs. Ich bin unten im Canyon. Ich sehe hier keine Gegner. Ich hab hier so einen Horomaten. An Gott! Hallo, ich hab noch kein Schwert. Danke. Noch nicht? Da. Jetzt hab ich. Oh, oh, oh. Warum hört sich das gerade so an, als ob ihr euch gegenseitig jagt? Ich kann auch tauschen. Tun Nein, nehme ich das Holzschwert. Okay. Das war mein unseriöser Kampfschrei. Das klang wie Erdbeeren. Ja. Was Erdbeeren? Auch ein Feuerzeug. Nein, du kriegst kein Feuerzeug. Oh Gott! Alles einfach kein Feuerzeug. Wir hatten Tobi, dann mal ein Haus. Du musst nach Hause kommen, ich möchte dich mit Sand bewerfen. Tun in die Kiste. Nein, die will ich damit bewerfen. Nein. Ist Weibsvolk bei der Steinigung anwesend? Nein, nein, was? Nein. Der Mond! Keiner schaut zu. Steh auf dem Mond. Da ist der Mond. Warum kann ich das Fleisch nicht essen? Warum du das Fleisch so, nicht essen kannst? Weil ich voll bin. Ich bin noch satt. Pappsatt. Voll bist du also, ja? Jan, was sollen wir bloß mit denen machen? Du bist immer voll. Da sind drei Creeper. Immer den in der Mitte, Jan. Immer den in der Mitte. Nee, ich will ja Schwarzpulver haben. Wenn Skelett in der Nähe ist, lass die Creeper von Skeletten töten. Okay, es sind fünf Creeper jetzt. Hat irgendjemand Stein für mich? Wenn Skelett in der Nähe ist, lass es von Skeletten töten. Dann kriegen wir eine Schallplatte. Ich will Creeper töten. Ja, gucken. Aber nicht in der Nähe unserer Bäume. Ah, sorry. Einen hat's erwischt. Hat nicht so geklappt, wie es sollte. Ein Baum. Ich hab mich gerade. Ey, hau ab. Ey, die schlimmsten Viecher in Minecraft sind die, die dir einfach nichts tun. Ich hab mich gerade hier so durchgekramt, auf einmal kommt mir eine Fledermaus entgegen. Hat mich voll erschreckt. Jawohl, den hab ich gekillt. Ah, was wird denn das hier, ey? Jawohl! Kambolage. Jawollo! Läuft! Läuft! Was? So geht's nicht? Nein? Aber jetzt kannst du hier wieder Sand aufsammeln. Ey Jan, deine random Wörter, die du einfach immer wieder in den Raum schmeißt. Irgendwann nehme ich das auf und speichere mir das als Klingelton. Wie, was für random Wörter? Einfach nur ich habe noch kein einziges Mal Nagi oder Murphy gesagt. Was willst du eigentlich? Ach, du hältst nicht noch zurück, ja. Ich habe noch kein... Autsch. Ich
ja und was dafür. Meine Hungerleiste hat sich gerade aufgefüllt, ohne dass ich was gegessen habe. Hä? Ja, ja. Hä? Bei mir aber auch. Was ist das für ein Bug? Ich habe nur das Essen in die Hand genommen, kurz angefangen zu knabbern und dann war es plötzlich wieder voll. Ich gar nicht mal, ich hab so. Boah, ich sterbe hier, gell, wenn das so weitergeht. Ja, du wolltest Nico doch noch aufklären, was es mit dem Nagi auf sich hat. Nö, das solltest du machen. Nee. Du hast mich gefragt, ob ich es Nico schon erklärt habe. Ich, nein. Ja, stimmt. Das war so ein, so eine versteckte Andeutung, dass du es tun sollst. Ich habe dir zufälligerweise auch in der Sprachnachricht gesagt, dass ich selber vergessen habe, woher es kommt. Ja, weiß ich. Dann lassen wir das einfach so. Okay, okay, ich bin fast tot. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Tschüss. Ja, irgendwie. Mein Essen lädt sich zwar selber auf, aber mein Herzen nicht. Ja, ne? Ja, dann. Ich kann auch das Fleisch nicht essen. So, jetzt ist mein irgendwie. Essen wieder runter. Oh, Entschuldigung. Jetzt geht mein Essen wieder runter. Jetzt ist mein Essen wieder runter. Oh, oh yes, lass es. Brauch mal was im Futter. Irgendwo hatte ich was hingepackt. Okay, ich hatte keine Essensanimation. Es war einfach weg. Es war einfach weg. Stimmt. Ich habe auch keine Animation und es ist weniger geworden. Hä? Aber jedenfalls träge ich jetzt wieder. Aber ich, ja, mein Leben ja, regeneriert auch. Sich jetzt wieder. Was ist denn da los? Verbuggt. Verbuggt, das scheiß Spiel. Also bei mir funktioniert alles perfekt. Ja, warum wohl? Oh, ist wieder Tag. Ich sehe da gerade was. Das dir gefällt. Ein brennender Zombie? Oh, ja. Vor unserer Tür? Nö. Ich bin hier gerade am Crafting Table, weil ich habe mal in mein Inventar geguckt und etwas festgestellt. Okay, das ist falsch. Was dir gefällt? So. Wer geht Baumsetzlinge holen? Du. Nein. Immer der fragt. Ganz dämlich gesagt. Ich muss hier das Sandloch zumachen, was Jan veranstaltet hat. Jan? Wir sind sehr viele Löcher jetzt neben unserem Haus, davon mal ganz abgesehen. Wir wohnen in einem Kriegsgebiet, also in einem früheren. Ein paar Minen sind immer noch nicht entdeckt worden. Erklären, wie war das bei Minecraft? Deswegen heißt das Spiel mal nicht Minecraft. Tobi, wo bist du? Ich bin im Canyon, warum? Ach so. Ich bin aber gleich wieder draußen. Also. Weil so langsam komme ich in die Ebenen, wo ich mit einer Steinspitzhacke nicht mehr viel anrichten kann. Warum? Ist ja nichts passiert, aber. Ich habe gerade Mittel zum Verteidigen bekommen. So kann man es auch nennen. Warum? Was hast du bekommen? Komm, erzähl. Muss ich sicher unterm Haus bewahren. Ich merk schon, wofür du das Gunpowder gebraucht hast, Arschloch. Sicher unterm Haus bewahren. Hm? Oh, hups, was macht denn der Schalter da? Ich hab noch keinen Redstone. Moment, das kann mich ändern. Nee, ich brauch erstmal genug zu essen. Meine Schweine finden irgendwie das mit dem Lammfleisch, das funktioniert irgendwie nicht so geil. Ist das verbuggt noch? Ich geh mal Schweine jagen. Ansonsten nimm doch die einfach ein bisschen Weizen vom Feld, da müsste doch eigentlich so langsam mal was gedeiht sein. Nee, hast nicht du so noch, viel. Oh, Pfeile. Kleine Bäumchen. Ja! Dann hol ich dir welche. Ich hab auch Spinnenseide, also ich könnte mir eigentlich auch einen Bogen bauen. Ich hab auch 5 Pfeile. Hier sind immer so viele Schafe, aber keine Schweine. Alter, ich hab zwar gerade so viel Eisen, aber das reicht gerade mal, um euch drei noch eine komplette Rüstung zu machen. Ich brauche erstmal Spitzhacken oder so ein Zeug. Das ist mal wichtiger als Rüstung. Wobei, ja, okay, Rüstung ist ganz cool. Gerade sagen, jetzt will sich der feine Herr doch nicht etwa über eine Rüstung beschweren. Ja, wenn du wieder auf dich stellen würdest, wäre das ja nicht so das Problem. Ich will jetzt hier nicht im Canyon durchhuschen und das auch friedlich haben. Ja, du kannst ja was anderes machen erstmal. Es ist doch auf einfach. Soll ich es auf Hardcore stellen? Ist dir das lieber? Nee. Weil auf Hardcore, da können wir uns nur mit goldenen Äpfeln heilen und so ein Kram. Richtig.
Dann haben wir aber unseren Spaß. Permadeath. Ja, genau. Bin erstaunt, dass ich noch nicht gestorben bin. Dito? Nein, Tobi kennt mich. Ich renn irgendwo rein und sterbe. Das erlebst du, weil ich noch nicht irgendwo durchgebuddelt hatte und plötzlich in Lava gefallen ist, wundert mich. Hm. Nein, das habe ich komischerweise noch nicht geschafft. Nein. In so einem Fall habe ich bei Minen immer einen Eimer Wasser dabei. Das reicht in Minecraft völlig aus. Nein, ich fall, Tobi, ich fall immer irgendwo runter. Wo kam denn dieses Loch her, so ungefähr, oder wie? Ich fall irgendwo runter und dann so... Wieso ist da jetzt ein Minensystem? Boah, weißt du noch, auf der letzten Welt vom Server, vom offiziellen? Hm. Ich grab mich da irgendwo so durch mein Haus, Alice grabt sich irgendwo hin auf einmal. Oh Gott, da kommt Wasser. Ich so, schwimm da hin, mach's Wasser weg. Also die ganze Zeit, Tobi, mach's Wasser weg. Ja, mach ich ja schon. Und auf einmal finden wir ein Höhlensystem. Ich und Alice huschen da durch, machen so unser Ding und irgendwann Alice... Wir haben ein Problem. Was? Wir werden nie wieder nach Hause finden. Oh ja. Deswegen, das ist so der Grund, warum ich die nicht so gerne erforsche, weil ich verliere mich da drin dann irgendwann, weil ich dann immer jede Ecke erkunden will und... Na. Ich hab deine zwei kleinen Bäumchen dabei. Okay. Wie sich mein Essen schon wieder aufgefüllt hat. Es ist um 2 Punkte weggegangen und dann plötzlich war es wieder voll. Ja, bei mir auch. Du siehst es dann an deinem Leben. Wenn sich das nicht mehr regeneriert, dann... Arschkarte. Warum haben wir einen Graben vor der Tür? War ich nicht. Alice? Hä? Ja. Was ist das denn da hinten? Das sieht voll lustig aus. Moment. Kann ich bitte gerade meine Bäumchen? Tobi? Was ja? Du kannst dich gleich mal... Guck mal, sieht das Schlafzimmer nicht wunderschön aus, Nico? Das musst du sehen. Das sieht total hämmert aus. Ein Naturphänomen. Da. Oh mein Gott, teleportier dich mal zu mir. Warte, lass mich erst nochmal die Eisen holen. Oh, ich sollte einen Schritt zurückgehen, weil sonst fällst du wahrscheinlich runter. Nee, lass mich noch ein bisschen am Eisen holen, ich komm dann danach. Das vor mir direkt ein Loch ist. Ich muss nochmal abholzen und alles die gleichen Bäume machen. Ach, weißt du was, dann mache ich mir in der Zeit eben die eine Brotscheibe mit Käse. Mach das. Das finde ich irgendwie, dieses Gefühl da weg ist. Bis gleich.